Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Project Zomboid Let's Play. Es ist der vierte Tag. Wir haben 6 Uhr am Morgen. Es regnet ein wenig und wir haben ein bisschen Hunger und wir haben ein bisschen Langeweile. Von daher schauen wir einfach mal runter in das Erdgeschoss hier. Schauen uns hier ein bisschen um. Hier liegt noch eine Leiche. Mit der sollten wir uns hier nicht zu lange beschäftigen. Das wird nämlich sonst ein bisschen ungesund. Und dann würde ich sagen, wir ziehen hier schnell mal die Vorhänge zu und machen hier schleunigst mal den Fernseher an. Denn es gibt hier noch am vierten Tag auf jeden Fall eine Show. Oh, ist das laut. Leiser. Okay, ich hoffe, das hat keine Zombies angelockt. Sonst werden wir einen sehr, sehr schönen Morning-Zeit hier haben. Eine sehr, sehr schöne Morning-Show hier haben. Von daher, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Puh, okay, Glück gehabt, dass hier anscheinend keiner angelockt wurde. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar gute Bücher. Mechanik für Anfänger, Nahrungssuche für Anfänger, Tischland für Experten. Und dann würde ich sagen, wir nutzen diese Zeit und lesen noch ein bisschen Tischland für Anfänger weiter. Und da haben wir auch schon +1 auf Kochen. Sehr schön. Lesen wir kurz durch. Wunderbar. Und dann wird es Zeit, am vierten Tag die, ja, jetzt ein bisschen friedlichere Nachbarschaft uns anzuschauen. Es regnet in Strömen, das heißt, wir werden heute wahrscheinlich auch viel Zeit in Häusern verbringen und werden versuchen, hier ein bisschen die Nachbarschaft zu looten mit einer Priorität auf Werkzeuge. Das heißt, das Ziel, das wir haben heute, ist, so viele Werkzeuge wie möglich zu finden. Das heißt, wir brauchen Sägen, wir brauchen einen Hammer, wir brauchen Schraubenzieher, wir brauchen Lötkolben, Schweißermaske, sowas in der Art. Das ist auf jeden Fall die Priorität. Schauen wir uns mal um hier auf diesem absolut verrückten Schlachtfeld, das wir in der letzten Episode hier erschaffen haben. Und wir sehen, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Hier sind auf jeden Fall keine weiteren Zombies angelockt worden. Aber wir wissen natürlich hier in den Häusern, da sind noch einige unterwegs. Und die werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Einmal kurz hier reingecheckt und dann gucken wir noch schnell hinter der Garage, ob da was lauert, bevor wir hier das Glas wegmachen. Nicht, dass wir dann das Glas wegmachen und überrascht werden. Immer das Glas wegmachen, ganz, ganz wichtig bei Fenstern, denn sonst hat man eine 50-50 Chance, hier auf eine ganz üble Art und Weise geschnitten zu werden. Und wir finden sehr wichtige Items. Wir finden einen Wagenheber, einen Kreuzschlüssel und wir finden auch einen vollen Benzinkanister. Das heißt, den können wir direkt mal benutzen und wir bekommen auch einen Hammer und eine Luftpumpe. Das heißt, ganz wichtige Items hier für die Auto-Instandhaltung. Damit können wir jetzt Reifen wechseln und Reifen aufpumpen. Beides Sachen, die man auf jeden Fall auch in diesem Spiel machen muss. Denn die Autos, die nehmen Schaden. Die haben ein nicht ganz realistisches, aber doch ziemlich authentisches Schadensmodell, wie ich finde. Und da muss man auf jeden Fall drauf achten. Also, das ist nicht ohne. Man kann nicht einfach so ein bisschen rumfahren. Wenn man zu oft auch über Zombies fährt, dann ist auch so eine Reifen mal ganz schnell im Eimer. Gucken wir mal in der Fahrzeugmechanik. Leider wird hier hinten kein Kofferraum angezeigt. Ich frage mich, ob der überhaupt einen Kofferraum hat. Ich packe jetzt auf jeden Fall mal die Items, die ich für das Wechseln der Räder brauche, hier rein. Das heißt, wir packen hier mal die Luftpumpe rein. Den Kreuzschlüssel packen wir rein. Und den Wagenheber. Alles ins Handschuhfach. Und ich würde auch die Benzinkanister hier schon mal reinlegen. Und ich denke mal auf jeden Fall, auch wenn das Polizeiauto ein sehr schönes ist, werden wir die letztendliche Tour mit dem Wohnwagen machen. Denn ich habe auf jeden Fall für den Abschluss dieser ganzen Episode auch vor, einen kleinen Ausflug zu machen. Einen Ausflug in eine wunderschöne, wunderschöne Welt. Und deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen vorbereiten, denn es wird ein großer Ausflug, es wird ein großer Trip. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einige Ressourcen und die werden wir heute und natürlich auch im morgigen Tage, im Tag 5, besorgen. Tag 6 wird dann wahrscheinlich noch eine letzte Vorbereitung, eine Fitmachung des Geräts. Und Tag 7 ist dann die Tour. Soweit zumindest der grobe Plan. Aber wie man ja schon in diesem Let's Play gesehen hat, es gibt Pläne, die man macht in Zomboid. Und dann gibt es noch das Spiel, das einem sagt, well, nope, 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 nope. Schauen wir uns mal dieses Haus hier an. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Traffic. Hier ist auf jeden Fall noch Traffic. Klebeband sehr, sehr gut. Und auch der Schraubenzieher. Das Klebeband kann ich zum Beispiel extra reparieren. Oder auch Baseballschläger.
Sehr, sehr gute Items auf jeden Fall. Okay. 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 Wir haben alles unter Kontrolle. Wow, was ein Dickschädel. Okay. Atmen. Dosenöffner. Wichtig. Ohne Dosenöffner kein Dosenfutter. Von daher nehmen wir den auf jeden Fall mit. Und wir essen gleich mal unser Frühstück. Eine frische Dose mit gepökeltem Rindfleisch. Köstlich. Mmh. Oh yes. Was wir auch noch bräuchten, ist ein besserer Rucksack. Wir haben im Moment diese Umhängetasche. Diese Umhängetasche hat aber keine guten Werte, was Gewichtsreduktion angeht. Je nachdem, wie gut der Rucksack ist, werden nämlich die Sachen leichter, wenn sie im Rucksack gelagert sind. Das heißt, solche Reisetaschen zum Beispiel sind sehr, sehr nützlich, um große Mengen an Loot zu transportieren. Unsere Umhängetasche, eher weniger. Deswegen werden wir da auf jeden Fall schauen müssen, dass wir da ein bisschen bessere Items finden. Derweil stopfe ich mich weiter voll, denn wir sind ja untergewichtig. Wir sind hier auf einem guten Weg, mittlerweile bei 76 Kilo. Das heißt, wir sind jetzt im Optimalgewicht-Bereich. Das heißt, von 75 bis 85 Kilo ist the place to be, wenn es um Gewicht geht. Das heißt, jetzt muss ich auch langsam schauen, dass ich nicht mehr zu viel zunehme. Denn sonst geht es wieder in die andere Richtung. Und das passiert ganz leicht, dass man mit Untergewicht startet und dann aber plötzlich im Übergewicht landet. Das wollen wir selbstverständlich vermeiden. Das oberste Stockwerk. Wir hören auf jeden Fall Lärm. Irgendwo hier ist noch ein Untoter. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Okay, dann hätten wir das. Haarfärbung blond, okay. Nein, das brauchen wir nicht. Ist da irgendwas im Erste-Hilfe-Koffer drin? Nein. Wir haben auf jeden Fall schon die wichtigsten Sachen dabei. Wir haben unsere Nadel, wir haben Bandagen. Wir haben Desinfektionsmittel, das heißt, wir brauchen eigentlich gar nichts mehr aus dem Erste-Hilfe-Kit. Von daher lasse ich das einfach liegen. Und wir schauen mal, was es hier noch Schönes gibt. Was ich jetzt vielleicht noch machen könnte, ist dieses Bett abbauen, um ein bisschen Tischlerei-XP zu bekommen. Und um 12 Uhr darf ich heute auf keinen Fall die Sendung verpassen. Das wird auf jeden Fall wichtig. Und dann baue ich, glaube ich, auch dieses Bett hier mal ab. Betten und große Schränke auf jeden Fall das Beste zum Leveln für Tischlerei am Anfang. Das heißt, die nehmen wir hier auf jeden Fall mit. Diese großen Möbelstücke hier. Und wir haben hier Lederhandschuhe gefunden. Sehr gut. Lederhandschuhe mit die beste Verteidigung. Man kann dann noch lange Handschuhe nehmen. Und diese wiederum mit Kleidungspads mit Hilfe von Schreinerei verbessern. Aber alles in allem sind die Lederhandschuhe auf jeden Fall das, was man haben will im Vanilla-Spiel. Mit Mods nochmal eine ganz andere Kiste, da gibt es dann alles Mögliche. Aber wir spielen ja hier bis auf die Autos ziemlich Vanilla das Ganze. Und es ist einfach so schön hier zu sehen. Wir haben hier so friedliche Häuser. Hier ist auf jeden Fall alles noch lootbar. Kein Stress hier, keine Zombies. Die sind alle uns auf den Leim gegangen. Gucken wir mal hier kurz rein. Hier ist ein Generator. Sehr, sehr gut. Den Generator, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Denn der Generator gibt uns, sobald der Strom hier irgendwann ausfällt, und das wird er, die Möglichkeit, mit Hilfe von Benzin alles weiter zu betreiben, was Elektrizität benötigt. Das auf jeden Fall Step One für die Apokalypse. Ganz, ganz wichtig, auch fürs Langzeitüberleben, den Strom zu sichern. Das zweite wird Wasser sein, darum werden wir uns auch gleich kümmern. Jetzt bringe ich aber erstmal schon mal den Generator zurück zu meinem Wohnmobil und packe den auf einen Sitz. Der Generator ist sehr schwer, kann aber auf einem Sitz Platz nehmen. Auch wenn er schwerer ist als das Gewichtslimit von einem Stuhl oder von einem Sitz im Auto, kann man ihn trotzdem dort platzieren. Und deswegen packe ich den einfach irgendwo hinten auf einen Sitz. Hier packen wir den auf den hinteren rechten Sitz. Und dann kann man ihn hier auspacken, obwohl es eigentlich nicht gehen sollte. Bei Generatoren scheint das aber irgendwie eine Ausnahme zu sein. Ich schätze mal, das hängt einfach damit zusammen, dass das ein so, ein solch absolutes Kernelement des Überlebens ist, dass da vielleicht eine Ausnahme gemacht wurde. So erkläre ich mir das zumindest. Dann packen wir mal hier noch den Schraubenschlüssel weg. Warum bin ich denn immer noch so hart überladen? Ich brauche auf jeden Fall noch einen besseren Rucksack. Ich brauche auf jeden Fall noch einen besseren Rucksack. Ich überlege gerade,
Vielleicht machen wir es so. Wir machen die 12 Uhr Sendung auf jeden Fall noch klar. Looten dieses Haus hier. Und dann fahre ich mit meinem Auto mal rum und suche einen Zombie mit einem besseren Rucksack und schnapp mir den dann. Weil wir brauchen unbedingt eine etwas bessere Tragekapazität, damit das einfach ein bisschen leichter wird. Wir sind hier ständig überladen. Überladen sein ist nicht gut auf jeden Fall. Das strengt einen auch ein bisschen ein. Wir haben hier eine Kochzeitschrift, das ist super. Da können wir neue Rezepte lernen. Können wir ganz leckere Sachen kochen. Dann gucken wir mal in die Küche. Hier wurde auch schon aufgetischt. Wir haben hier eine ungekochte Pasta. Lauter ungekochte Sachen. Die lassen wir aber so. Müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich esse hier noch die Eiscreme auf jeden Fall, damit wir hier noch ein bisschen Kalorien bekommen. Maple Syrup nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und die ganzen frischen Sachen packe ich hier auch noch alle mit rein. Dann essen wir uns hier schön noch ein bisschen Gewicht an. Sehr gut. Der lässt es sich hier auf jeden Fall munden. Und dann gehen wir hier auf diese kleine Uhr und spulen halt direkt vor, bis wir alle aktuellen Aktionen abgeschlossen haben. Einmal kurz was getrunken. 10.50 Uhr, muss ich aufpassen mit der Uhr. Ich könnte ja schon mal den Fernseher anschalten, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sollte auch durch die Wände hindurch strahlen. Vielleicht geht das auch mit der Lautstärke. Gucken wir mal. Einstellen. Ist noch nicht an, okay. Ich hoffe, der Strom ist noch nicht aus. Na, müsste noch nicht. Man sieht ja noch was. Kann aber jederzeit ausfallen, genauso wie das Wasser. Also damit sollte man immer rechnen. Es kann auch sein, dass du in die Welt reinkommst und direkt erstmal Wasser aus ist. Und da muss man eben schauen. Es ist aber immer noch ein bisschen Restwasser in den Duschen, auf den Toiletten, in den ganzen Spülen. Also das ist auf jeden Fall zumindest ein bisschen noch eine kleine Rettung. Aber man muss natürlich dann schon gucken. Und deswegen müssen wir eben Tischlerei leveln, damit wir da auch schnell eine Lösung haben. Zack, machen wir uns hier auf jeden Fall noch ein Bettchen klar. Hier haben wir noch einen Schraubenzieher, den haben wir schon. Was habe ich denn hier noch Schönes? Pullover mit Rautenmuster. Okay. Bauen wir hier noch das Bett ab. Ich habe halt leider noch nicht das ganze Buch gelesen, aber ich habe halt auch keine Zeit dazu gehabt bisher. Antibiotika, sehr gut, sehr selten. Hilft auf jeden Fall gegen Wundinfektionen. Es gibt eben nicht nur Infektionen durch Zombies, sondern manchmal kann man sich auch zum Beispiel durch einen Handwerkunfall oder ähnliches eine Wunde zuziehen. Und dann hilft das auf jeden Fall, mit Antibiotika das Ganze ein bisschen zu behandeln. Und jetzt schauen wir mal in die Fähigkeiten rein. Wir sind bei Tischlerei auf einem guten Weg. Wir sollten jetzt eigentlich mit der nächsten Sendung dann auch das Level abbekommen. Das heißt, ich lese jetzt hier noch das Handbuch. Und dann machen wir hier unser Heimwerker-Shop. Und dann kann ich hier nochmal ein Metallbearbeitungsbuch lesen. Da ist das Tischlerei-Level ab. Sehr schön. Oder? War das Tischlerei? Ja. Tischlerei ist durch. Sehr geil. Das heißt, jetzt müssen wir morgen noch die Schauer wischen. Und dann... Ah, wir müssen das Buch lesen. Okay, das können wir heute Abend machen. Das ist alles kein Thema. Das hier kann ich wegschmeißen, das habe ich durch. Dann lese ich hier noch das Handbuch durch. Und dann würde ich sagen, packe ich mich ins Auto rein und suche. Warte mal, immer noch nicht gelesen. Come on. Danke. Und dann packe ich mich auf die Suche nach einem Rucksack. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr wichtig. Denn ich merke, ich bin ständig überladen. Aber ich muss ja natürlich trotzdem noch looten, das ganze Zeug hier. Irgendwas stimmt nicht mit der Gewichtsverteilung. Irgendwas stimmt da nicht. Wir sind viel zu schwer beladen. Ich packe mal... Oh mein Gott, das stinkt. Zum Glück haben wir eine Gasmaske auf. Ich packe mal die Säge, die abgesägte Shotgun weg. Das sollte schon mal ein bisschen helfen. Und dann packe ich auch noch ein paar Sachen hier weg. Genau. Packen wir auch noch die Gewürzgurken weg. Dann machen wir die Jagdzeitschrift weg, die Karte weg, das Essen weg. Die Metallplatten, okay. Ich sehe jetzt, wo der Fehler lag. Wir hatten die Metallplatten noch bei. Und dann machen wir noch eine kleine Tour. Ich hatte vorhin Polizisten gesehen. Und wenn es Polizisten irgendwo gibt, ist die Chance nicht gering,
dass irgendwo auch Polizeiwegen noch drum stehen. Von daher gucken wir mal. Ich meine, gut, hier war ein Unfall. Das kann natürlich dann auch zu Polizistenanwesenheit führen. Zu einer Polizeipräsenz, wenn man so will. Aber irgendwo hier müsste eventuell noch ein Unfall oder ähnliches gewesen sein. Deswegen suchen wir da einfach. Auf der anderen Seite suchen wir auch nach Zombies mit Rucksäcken. Im Zweifel gehen wir in die Schule rein. Die Schule ist aber ein ganz schönes Unterfangen. Da sind sehr viele Zombies dran. Und ich glaube, die habe ich auch noch nicht so wirklich anlocken können mit meiner Action. Von daher gucken wir einfach mal weiter runter hier. Und fahren hier einfach mal so ein bisschen durch die Nachbarschaft. Und suchen nach Zombies mit Rucksäcken. Wenn wir einen gefunden haben, versuchen wir ihn ein bisschen von der großen Gruppe wegzulocken. Aber erstmal müssen wir ihn finden. Wir hatten zum Beispiel in der, ich glaube, vorletzten Episode einen gefunden gehabt mit einem Militärrucksack. Das ist einer der, ich nenne die Überlebende, weil das von der Lore her zumindest Survivor sind, die zumindest ein bisschen überlebt haben, denen wir dann begegnen. Die haben dann schon ein bisschen Ausrüstung. Die haben meistens eine Gasmaske, einen Militärrucksack und manchmal dann auch ein bisschen Supplies oder Waffen oder sonstiges an sich dran, die eben indizieren, dass die auch schon ein paar Tage überlebt haben, aber dann doch hinfortgegangen sind. Denn wir sind die Einzigen, die hier in dieser kalten, tristen Welt noch unterwegs sind. Begleitet von den unendlichen, nie enden wollenden Beschwerden unserer untoten Kompagnons. Und wir brauchen immer noch den Rucksack. Hier ist was abgebrannt. Gucken wir mal. Gucken wir eben kurz hier in die Garage rein. Garagen sind auf jeden Fall immer gut für guten Loot. Und wir nehmen uns hier noch eine Schachtel mit Nägeln mit. Schachtel mit Nägeln sehr, sehr gut. Weil wir damit Sachen bauen können, die uns zum Beispiel für unsere Wasserversorgung sehr viel helfen werden. Schön aufs Köpfchen und Abfahrt. Ganz gemütlich. Es ist Hammertime. Ach komm, spring an. Weg. Okay, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich euch auf jeden Fall noch mitteilen muss. Gartenzwerge müssen immer gerettet werden. Wer den Gartenzwerg nicht ehrt, ist das Survival-Leben nicht wert. Gartenzwerge müssen immer gerettet werden. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Wenn ihr einen Gartenzwerg seht, rettet ihn. Wenn ihr es irgendwie schaffen könnt, rettet die Gartenzwerge. Ein guter Vorgarten ist nichts wert ohne eine Gartenzwergarmee. Well, don't mind me. Ich muss nur die Gartenzwerge retten. Dann packen wir den mal hier noch auf den hinteren Sitz. Perfekt. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Gartenzwerge gerettet für unsere Base. Aber lasst euch mal überraschen, was unsere Base angeht. Denn ich finde auch für die letztendliche Base-Location, wo man sich auch langfristig niederlassen will, sollte man auf jeden Fall ein bisschen Research betreiben, sich auch gut überlegen, wo man die haben will. Denn die letztendliche Base ist halt eure absolute Zentrale langfristig gesehen, wo ihr Sachen anbauen könnt, wo ihr eure Wasserversorgung habt, wo der ganze Loot lagert. Und das sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, wo man diese Base dann reinhaut. Und deswegen habe ich jetzt erstmal hier nur ein bisschen Loot gesammelt. Das hier ist jetzt die Feuerwehrstation. Hier gibt es auch sehr guten Loot. Hier gibt es zum Beispiel vor allem die beste Hose im Spiel. Und das ist die Feuerwehrhose. Da hinten haben wir jetzt noch ein kleines Handbeil, das wir da sehen können. Was haben wir da noch alles? Ich suche halt immer noch nach Rucksäcken. Hier haben wir auch einen Polizisten. Okay, gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall die Feuerwehrhose haben. Die hat sehr gute Schutzwerte. Die ist leider auch sehr warm, muss man dazu sagen. Wir haben ja Sommer, das darf man nicht vergessen. Aber wir haben auf jeden Fall hier eine sehr, sehr gute Hose, die uns sehr guten Schutz bietet. Die Feuerwehrjacke bietet auch guten Schutz. Aber wenn man Feuerwehrjacke und Hose anhat, nun ja,
Das ist dann schon eine sehr, sehr, sehr warme Geschichte. Von daher, davon würde ich abraten. Die Kombination ist dann doch ein bisschen too much vielleicht. Okay, wir sind müde leider. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir nehmen das Handball noch mit. Und dann hauen wir ab. Müde kämpfen gegen solche Massen an Zombies, die hier potenziell kommen könnten, sind... Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Die Jeans lassen wir da. Das Beil packe ich in die Tasche. Habe ich noch Kaffee dabei zufällig? Nein. Kaffee wäre jetzt halt zum Beispiel noch eine Sache, mit der wir uns unseren Tag ein bisschen verlängern könnten. Ich guck mal, habe ich nicht vielleicht sogar im Kofferraum Kaffee gehabt? Irgendwo muss ich doch mal Kaffee gefunden haben, oder? Kaffee, Kaffee, Kaffee? Nein. Verdammt. Okay. Dafür ist halt Kaffee gut. An solchen Situationen, wir haben 15.50 Uhr, wir sind jetzt schon schläfrig. Das heißt, jetzt einen Kaffee rein und alles wäre fit gewesen. Haben wir leider nicht, deswegen müssen wir jetzt halt leider gucken, dass wir entweder noch einen Rucksack finden und überfahren oder dass wir uns einfach wieder zur Base aufmachen. Eine Sache will ich noch auschecken, während noch hell ist. Und zwar gibt es hier oben in Rosewood ein Gefängnis. Dieses Gefängnis hat eine sehr, sehr große Armory, ein, wie sagt man das denn, eine Waffenkammer. Und da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es auf jeden Fall Gewehre, da gibt es Pistolen. Da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Munition holen für unsere Tour. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Munition, als jetzt zum Beispiel in der Polizeistation zu finden war. Der einzige kleine Haken ist, dass es, naja, die Armory von einem Gefängnis ist. Und nun ja, das Gefängnis in Rosewood ist ein bisschen... Ich sag mal, gut besucht. Gut besucht. Ja, das ist das richtige Wort. Ja, well, you see. Eine kleine, kleine Masse von hunderttausenden Zombies. Wo wir leider nicht durchkommen werden. Verdammt. Man könnte natürlich den Polizeiwagen opfern. Und zum Beispiel mit einer Sirene hier hinstellen. Das ganze Gefängnis dahin locken. Da war ein Rucksack. Aber zu viele Zombies. Jedenfalls könnte man da eine Lockaktion starten. Mit zwei Autos herkommen. Zombies alle weglocken von der Armory. Und dann die Armory looten. Das wäre eine Option. Mal gucken. Fahren wir hier einmal rum. Vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwo einen Zombie. Ich suche einen alleine in der Gegend rumstreunenden Zombie mit einem schönen Rucksack oder mit einer schönen Reisetasche. Das wäre das absolute Optimum, was wir hier finden könnten. Aber es ist halt leider sehr selten. Ist halt leider sehr selten. Gucken wir mal. Nope. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus, leider. Diese Türme übrigens auch absolute Todesfallen. Wenn ihr es einmal geschafft habt, da hochzuklettern, um dann festzustellen, dass unter euch die ganzen Treppen voller Zombies sind. Nun ja, dann werdet ihr so schnell nicht wieder da hochgehen. So viel kann ich euch verraten. Kleiner Spoiler aus dem Überlebenshandbuch. Orte, an denen ich gestorben bin. Teil 798. Und das ist auch so eine Sache... ich lese auch immer wieder in den Kommentaren, ja, ich sterbe so viel und ich überlege die ersten Tage nicht und ich kann auf jeden Fall euch eine Sache garantieren. Das war bei mir die ersten Tage nicht anders. Also Zomboid fängt halt an mit Sterben. Das ist halt einfach der Einstieg in dieses Game. Man stirbt sehr viel, man lernt das Kampfsystem, man stirbt noch mehr, man lernt das Kampfsystem ein bisschen besser, man stirbt noch viel mehr und irgendwann stirbt man dann halt. Ja, in etwas größeren Abständen. Aber Sterben ist halt ein großer Teil dieses Spiels. Und das gehört einfach dazu. Von daher ist das am Anfang auch überhaupt nicht verkehrt. Und auch nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, wenn man dauernd drauf geht. Das ist einfach Zomboid. Das ist einfach so. Und oh Mann, bin ich viel gestorben. Immer wenn ich halt durch diese Städte fahre, komme ich an Orten vorbei, an denen ich besonders dämlich gestorben bin. Und dann erinnere ich mich immer dran. Und, ja. Ist dann wie so ein kleines History-Book, wo man hier durchfährt. Hier zum Beispiel habe ich mir mal einen Arm aufgeschnitten und bin verblutet.
Da drüben bin ich mal über den Zaun geklettert, ohne zu wissen, was auf der anderen Seite war, und wurde gefressen. Hier habe ich mal ein Polizeifahrzeug angemacht und habe unterschätzt, wie viele Zombies kommen. Ja. Zomboid. That's how it goes. Okay, wir rollen hier ganz gemütlich wieder in unsere Nachbarschaft hinein. Ganz gemütlich lassen wir den Motor hier ausrollen. Und das zum Beispiel, was ich da gerade mache, macht auch so ein bisschen die Reifen kaputt. Das war jetzt nicht so schlau. Von daher, da müssen wir aufpassen. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder zurück in die Sicherheit des Trautenheimes. Und dann muss ich mal schauen, wo habe ich denn das Buch reingepackt? Habe ich das eventuell im Kofferraum? Wir brauchen das nächste Tischlereibuch nämlich. Tischlerei. Ja, Tischlerei für fortgeschrittene Anfänger brauche ich. Und ich brauche die Säge. Alright. Wir müssen bald mal umpacken, das Ganze. Wobei ich glaube, dieses Auto könnte sogar das Polizeiauto ziehen. Aber, ja. Mit dem einen Auto das andere Auto ziehen, das ist in Zomboid immer so eine Sache. Das ist nicht ganz risikobefreit. 18 Uhr, Zeit für die nächste Sendung. Einschalten. Und dann kann ich hier wieder einmal auf dem Boden sitzen. Und das Buch lesen. Und zwar Tischlerei für fortgeschrittene Anfänger. Denn das andere Level haben wir ja schon durch. Alright. Sendung ist durch. Habe ich überhaupt kein Level gemacht? Nicht ein einziges? Hallo? Okay, Fischen fast durchgelevelt. Aber sonst hat uns das irgendwie keine Erfahrung gegeben. Komisch. Tischstein für Anfänger kann ich auf jeden Fall wieder hier reinstellen. Das brauche ich nicht mehr. Echt ein Zombie? Ja. Hello, dear sir. Bitte fallen Sie um. Dankeschön. Bin leider schon sehr müde. Das heißt, es wird jetzt sehr lange dauern, um hier wegzumachen. Ich darf jetzt mich eigentlich nicht mehr auf weitere Kämpfe einlassen. Ich bin viel zu müde. Das heißt, was ich jetzt mit dem Rest des Tages machen werde, ist, ich werde versuchen, hier in aller Friedlichkeit Möbel abzubauen. Und hoffentlich kommt kein Zombie, um uns dabei zu unterbrechen. Denn wir sind wirklich saumäßig müde. Okay, hier ist noch ein Bett zum Abbauen. Nehmen wir vielleicht noch den Tisch hier mit. Und vielleicht sollten wir noch ein bisschen lesen. Das heißt, ich setze mich auf den Boden. Pack hier noch Tischlerei für fortgeschrittene Anfänger raus. Lese noch ein wenig. Und sobald wir da ein bisschen einen Multiplikator reingeholt haben, können wir dann noch ein weiteres Bett kaputt machen. Was natürlich sehr schön wäre, wenn wir am morgigen Tage bei den anderen Häusern noch zum Beispiel VHS-Kassetten finden können. Das wäre super. Und wir müssen langsam aufhören, uns alles reinzustopfen, was wir finden, denn wir haben jetzt schon 78 Kilo, noch 2 Kilo und wir haben Optimalgewicht erreicht. Von daher, da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt langsam Laser dabei, das ist halt leider ein bisschen schwierig. Dadurch kriegen wir den Multiplikator nicht so schnell hin. Na, vielleicht lese ich dann einfach bis, ja, ich schätze mal, so um 23 Uhr. Und dann sind wir eigentlich auch für den heutigen Tag schon durch. Wir haben viel geschafft. Wir haben viel gelootet. Wir haben vor allem einen Generator schon gefunden. Das heißt, nächstes Ziel ist jetzt für unser Überleben, Tischlerei auf Level 4 zu bekommen. Mit Tischlerei auf Level 4 können wir hier unter dem Baumenü unter Möbel gehen und dann können wir hier eine Regentonne bauen. Für diese Regentonne brauchen wir 4 Müllsäcke, Tischlerei Level 4, 4 Bretter und 4 Nägel. Und damit können wir dann Regenwasser bauen. Haben wir diese Regentonne und haben wir auch unseren Generator, sind wir eigentlich schon über die 7 Tage hinaus für ein langfristiges Survival gut gerüstet, denn wir haben sowohl Strom als auch Wasser. Das Einzige, was wir dann noch brauchen, ist Nahrung. Nahrung findet man allerdings immer noch zuhauf in Häusern, das ist überhaupt kein Thema. Wir können aber dann, auch wenn wir unsere Base gefunden haben, anfangen mit Landwirtschaft und so, sind wir dann eigentlich gesetzt für ein langfristiges Überleben. Und ja, wir haben auch schon Zielen auf Level 3, das ist sehr gut. Wir bräuchten halt noch mehr Munition, von daher ist halt die Frage, ob wir das Risiko eingehen wollen, unseren Polizeiwagen opfern wollen. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt, aber vielleicht für einen glorreichen Abschluss von Rosewood. Ja,
Gucken wir mal. Schauen wir mal eben noch die Map an. Okay, wir sind hier in Rosewood. Wir wollen am Ende hier rüber. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen Karten lesen. Ein paar Karten hatte ich doch auch dabei. Die habe ich wahrscheinlich im Auto gelassen. Die werden wir uns dann nachher auch mal angucken. Hier haben wir noch die Karte von Riverside zum Beispiel. Genau. Die kann ich mir auch mal kurz durchlesen. Dann habe ich das auch erledigt. Und dann kann ich die, glaube ich, auch wegschmeißen. Alright. Ansonsten sind wir soweit durch. Wir sind müde. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.